Also ja, zwei Fischer an einer Fischquelle, die nicht erschöpfen kann, ist praktisch. Wenn wir da drüben noch Fischer haben, dann wird es noch praktischer. So, wir produzieren fleißig die Werkzeuge. Und ja, ihr merkt, es wird stressig mittlerweile. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Ich habe 4 Bäckereien und trotzdem so viel Weizenmehl. So, ich sollte mal anfangen. Lagerhäuser auszubauen. So, auf 3-1-1 bin ich runter von 5-2-1. Das ist sehr gut. So, so kann ich ihn hier abschneiden. Dann schneide ich ihn gleich an dieser Stelle noch ab. Ja, und dann muss ich ihn noch hier abschneiden. Also er hat zwar ein paar, 3 Forschungen, aber nicht die wichtigen Forschungen. Also ja, gut. Forstwirtschaft ist nicht unwichtig, aber ist jetzt nicht so wichtig wie zum Beispiel gerade die militärischen Forschungen oder Ballistik. Oh ja, jetzt brauche ich Ringe. Okay. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, wenn wir den Sturmangriff haben, können wir auch endlich das nächste Gebiet hier erobern. Habe ich eigentlich die Befestigung hier schon ausgebaut? Nein, ich brauche ja immer noch Prestige. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Nächste Frage. Gibt es einen Spezialsektor? Nein. Okay. Gebäudeausbau fertiggestellt. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie. Und ja, da können wir uns mal angucken. Der da ist unser oberster Geistlicher, also Pater. Und der da vorne in der schwarzen Kutte ist ein Bruder. Und ja, da 3 sind Novizen. Mhm. Sehr schön. Mehr Wohnraumtechnologie für mehr Wohnraum. Da brauchen wir doch gar nicht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie.
Es werden keine Werkzeuge mehr benötigt. Oh, das wäre praktisch, das dann zu haben. So, Gold haben wir ja genug. Wir haben nicht mal Verluste gemacht. Das ist schön. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Oh ja, habe ich überhaupt schon den Hausierer, den ich brauche? Nein. So, das war nicht die Pilgerstätte, sondern das hier oben. Oh, Ora et Labora. Hm. Ja, sobald ich hier mir die Luft verschafft habe. So, ich warte drauf, dass ich den kriege. Gut. Wie gesagt, das Letzte, um was ich mich mit ihm prügeln muss, ist der Maschinenbau. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Oh ja, und jetzt sollte ich auch in dem Sektor langsam mal mit der Konstruktion anfangen. Beiden nach vorne, bitte. Wie gesagt, das ist doch die letzte Forschung, gegen die ich mit Matthäus kämpfen muss. Alle anderen... hier eigentlich aus? Muss ja immer noch hier gucken. 38, okay. Glückwunsch! Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. So. Herum kann ich nichts bauen, um dich herum eigentlich bauen nicht so wirklich. Der Sektor ist neutral und befestigt. Oh, und Wolverine hat sogar eine zweite Armee. Okay. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Befestigung ausgebaut. Der Sparfuchs zu den... Kandriens Krone wird bald mir gehören. Den Sparfuchs zu kriegen war eigentlich nicht meine Intention. Jetzt brauche ich nämlich viel mehr Werkzeug.
Außer er ist schon unterwegs, sehr gut. Das zählt dann nämlich, glaube ich, noch. Glückwunsch, eine Quest wurde erfüllt. Bald ist es geschafft. Ihr benötigt nur noch einen einzigen Siegpunkt. Naja, den werden wir aber in der Folge nicht mehr kommen. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Das wäre dann nämlich der hier, entweder der hier oder... Nein, der ist viel, viel teurer, also werden wir wohl den anderen nehmen. Also 653. 653. Und das ist der Wunderkind. Das Wunderkind. So, hier kommt Matthäus schon mal nicht mehr rein. Bei Wolverine bin ich mir da nicht so sicher, weil ich nicht weiß, wie stark seine Armee ist. Oder aus was seine Armee besteht, besser gesagt. Aber ja, die Mission ist auch schon so gut wie gewonnen. Weil Wolverine und Matthäus eben keinen wirklichen Drang dazu haben zu gewinnen. Beziehungsweise miteinander abgelenkt sind. Also ja, der Sonnenkönig könnte so ein kleines Problem werden. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Aber selbst das Problem können wir lösen. So. Ja, und die Technologie hier. Aber ja, das Bier brauchen wir halt gerade selber, einfach für die Forschung. Und ja, Wolverine hat Matthäus in die Ecke gedrängt. Mehr oder weniger, würde ich sagen. So, und eigentlich haben wir bald alle Geistlichen, aber ich würde dann trotzdem vorher den Cut machen. Demnächst. Funktioniert alles tipptopp. Gut, dann würde ich sagen, wir haben zwar jetzt, glaube ich, fast schon die Geistlichen, oh, aber nicht ganz. Nein. Ihr habt einen Siegpunkt weniger. Ja gut, den Sparfuchs haben wir verloren. Den kriegen wir aber bald wieder. Deswegen würde ich sagen, wir speichern hier jetzt mal über unser Let's Play. Und dann sehen wir uns gleich wieder.